Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Sammeln wir diesen Stein und machen hier ein bisschen Platz. Ihr ahnt, was jetzt hier passiert. Hunger haben wir immer noch. Achso, wir haben auch erst ein Ei gegessen. Ja. Wir brauchen eine frische Stone Axe, weil unsere ist all. Und dann brauchen wir eine Stone Shovel, weil wir müssen hier schon Sachen machen jetzt. Hier gehen jetzt schon Sachen los. Hier gehen schon Sachen los jetzt. So, 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 so. Und das alles ohne Forge. Vielleicht mehr so mittelschlau, aber was willst du machen? Ich habe keine Lust, aus Holz zu bauen. Ihr kennt das Spielchen. Es war natürlich beim letzten Mal, in der letzten Runde, ihr wisst ja noch, was da passiert ist, war es natürlich sehr, sehr ambitioniert, direkt aus Konkret zu bauen. Ne? Das dauert halt doch ein bisschen alles. Deswegen, und schon gar, weil wir jetzt keine Forge haben, bauen wir jetzt erstmal wieder aus Kobbel. Weil das finde ich gar nicht so aufwendig, sage ich mal, und ist dafür wesentlich sicherer als die Holzkacke. Ja, ich weiß ja, dass du Hunger hast, mein Kleiner. Gibt gleich Eier ohne Ende. Wobei, ohne Ende ist auch geschmeichelt, ne? Es ist... Wie viel? 320 Clay. Cobblestone braucht ein Clay. Wir brauchen 10, glaube ich, für... Oder 4? 10 waren das, ne? Man muss noch ein bisschen mehr. Ein bisschen kann noch. So. Haben wir die Baumwolle verkloppt. Mann. Vielleicht hätten wir doch als erstes Miner 69 erst gehen sollen, anstatt von Quality Joe, wa? Naja, egal. Haben wir bald wieder Level Up. In Klammern hoffe ich. So, ja. Hallo? Vogelnest. Birdie Nest. Ich weiß, dass du Hunger hast. Mann. Bei jedem Prozent gibt es jetzt hier eine Aktion. Ha, 6 Skillpoints. Ach so. 6 Skillpoints reicht natürlich nicht für meine 69er. Kann das eventuell sein? Wo ist er denn, meine 69er? Mining Tools. Meine 69er kostet... Wo steht's? 10 Punkte, da steht's. Okay, dann beim nächsten Level Up. Doch dies erfahren wir erst beim nächsten Level Up. So, mache hier noch mehr Boiled Water. Zack. Schmeißen wir unser restliches Holz ganz spendabel rein. Jetzt essen wir uns richtig satt an Eiern. Aber wir haben ja sonst nichts. You are busy. Leg die mal auf den Gürtel, dann können wir derweilen wohin gehen. Während wir das essen. Da geht der Wellness hoch, jawohl. Ja, da hinten ist ein Vogelnest. Die Frage ist, ja, wie schlimm ist das jetzt alles? Die Frage, ja, ich weiß gerade alles nicht so richtig. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt zur Nacht hier schon Sachen aufgebaut bekommen. Deswegen werden wir wahrscheinlich zur Nacht lieber nochmal rübergehen in die Stadt und da wieder auf dem Dach übernachten. Aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Timber. Und vielleicht finden wir da nochmal Esssachen. Ein Working Stiff wäre geil. Also selbst eine graue Hoe wäre jetzt der Hammer, ne? Weil wir könnten uns einfach keine selber bauen. Das ist... Das sind so die Flaws. Oh, hallo. Na? Ein Eichen wieder. Schön. Eier sind gut. Eier sind unsere guten Freunde, weil es ist so ziemlich das Einzige, was wir gerade essen können. Was wir selber machen. Obwohl, wir können natürlich auch... Wartet mal. Nee, brauchen wir Mais zu. Schade. Sonst habe ich überlegt, ob wir jetzt schon mal ins Schneebiom gehen. Ins Schneebiom hätten gehen können. Ein paar Blueberries sammeln und dann schon Kuchen backen. Aber da brauchen wir Mais zu. Ohne Maismehl ist schlecht Kuchen backen. Ja, aber ist auch ganz lustig, fällt mir gerade auf.
Weil jetzt ist halt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo, ist ja noch sonst, wenn wir so Maismehl gefunden haben, dann weg, weg. Und jetzt wäre gefundenes Maismehl halt ein gefundenes Fressen sozusagen. Timber! Gut. Kommt da eine Wanderung? Nee, ist nur einer. Aber der hat bestimmt was zu essen bald. Ist erstmal noch ein Vogelnest. Auch das hat etwas zu essen dabei. Was bitte? Ich war doch hier im hohen Gras versteckt, du Typ. Upsi. Sag mal, ja lüg ich denn. Upsi. Warte, waren wir bestimmt schon dran. Was? Uff. Sag mal. Ey, wie schräg der auf uns zukommt. Schräger Typ, du. So. Bleib da liegen, als ein Exempel für alle deine Freunde, die uns essen wollen. So. Ich glaube, ja. Wartet. Wie stehen wir denn jetzt da, essensmäßig? Wir haben wieder Dings, das heißt, wir kommen über den Tag, glaube ich. Clay müssen wir nicht mitschleppen. Eisen werden wir sowieso wieder finden. Die Steel Arrows werden wir nicht mitschleppen müssen erstmal. Wollen wir einmal schon mal kurz... Wollen wir eigentlich, ne? Schon mal ein bisschen Lederkleidung produzieren hier. Ja, die Hood eigentlich eher nicht. Leck Armor. Ja. Guck mal, sogar Orange. Das ist doch nicht verkehrt. Das ist doch bitte gut. Ha? Finden wir doch primi. Zack. Und wir müssen uns natürlich auch Sachen ausdenken. Ich bin die ganze Zeit schon im Kopf am mir Sachen ausdenken für den Umgang mit den Hunden. Weil ich finde das verhältnismäßig wichtig, dass wir die Hunde natzen. Und sie ausnehmen für ihr Leder. So, pflanzen hier ein paar Bäumchen, damit wir nicht so weit wegrennen müssen, immer. Ja, und dort, sehr gut. So, 16 Uhr, dann gehen wir wieder zurück ins Dorf. Dann gehen wir wieder zurück ins Dorf, schalalalala. Wollen wir da mal ein bisschen Gras vertrimmen? Finden wir gut. Oh, wir müssen wir auch, ja. Hör mal auf zu sprinten und Gras zu vertrimmen. Wir müssen nämlich auch Steine verhauen, wenn wir da wieder übernachten auf irgendwas. Dann müssen wir ja weiter üben. Sachen bauen üben. Mach mal ruhig nochmal 30 Woodframes. Werden ja nicht schlecht. Weil wir wollen natürlich... Na klar, wir haben ja keine Forge. Deswegen müssen unsere Werkzeuge, unsere Steinigen, müssen dann gut sein. Und je besser unser Steinwerkzeug ist, desto besser wird, wenn wir dann eine Forge haben, unser Eisenwerkzeug. Das sind doch gute Pläne, finde ich. Okay, wir haben natürlich erst Tag 2. Das ist ganz gut. Das bedeutet, wir haben noch 3 Tage Zeit, um uns auf die Hunde vorzubereiten. Was? Oh, hat sich hier hinterm Stein versteckt. Alter, da muss ich jetzt... Ach komm, lass den Quatsch. Lass den Kleber da liegen. Brauchen wir erstmal nicht. Vogelnest brauchen wir allerdings. Eier. Ach, ich freue mich noch viel mehr über die Eier als normalerweise, ne? Weil, ja. Nee, finde ich gut. Macht mir Spaß. Habe ich wieder Lust. Das... Waren wir hier schon dran? Waren wir. Schade eigentlich. Wie viele Steine haben wir jetzt so? 139 ist nicht so viel, ne? Plant Fibers haben wir auch nicht so viele.
Holz haben wir aber eigentlich genug. Das brauchst du nicht hauen, Herr Finn. Das absolute phänomenale Paradies. Da habe ich noch eins gesehen sogar. Geil. Richtig geil. Hier haben wir noch eins. Jawollo. Beautiful. Wunderschön. Seht ihr? Also das meine ich. Da habe ich im letzten Durchgang mal drüber philosophiert, über die Anzahl der Vogelnester, die man nicht sieht, ne? Ihr seht's, es gibt super viele Vogelnester. Man sieht sie halt nur nicht, weil man dumm und blind ist. Wollen wir jetzt hier noch einen Stein verkloppen? Hier eigentlich nicht, ne. Lasst mal schon mal in die Richtung gehen. Wie spät haben wir es? 17 Uhr, ein paar zerdrückte. Weil wir wollen ja in der Stadt nicht nur übernachten, wir wollen ja noch ein bisschen was looten. Deswegen, hier kommt man so schlecht hoch, ne? Wobei, es ist nur Sand. Man könnte hier eine Treppe reinprügeln. Auch mehr so mittel. Nicht so schön, der Hügel, muss ich gestehen. Not the mostest beautifulst Hügelchen. Naja. Steinchen. Bin noch. Das ist so. Auch so eine Sache. Das ist immer, diese ganzen Spiele vermischen sich, ne? Jetzt habe ich hier gerade auf den Sand geguckt und wollte das Steinchen einsammeln und dachte, weil ich beim ersten Mal E-Drücken das Steinchen nicht erwischt habe, dass ich da jetzt buddel. Aber das war ja Subnautica. Apropos Steinchen. Nehmen wir das noch? Nehmen wir, haben wir unser ganzes Bier ausgepackt, ne? Das ist natürlich unschön. Trinken wir lieber noch ein Wässerchen. So. Schal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 a. Oh, bin sehr gespannt auf die Kirche. Gehen wir gleich mal rein. Ins Kirchchen. Mit Doppelsch. Kirchchen. Ist natürlich leichter, wenn man Kirchchen sagt. Aber ist auch nicht schön. Wollen wir eigentlich zwischendurch schon mal wieder ein paar Pfeile herstellen? Wir haben mal ordentlich Dinger gefunden. Und die Frage, ja. Es macht so vieles einfacher, ne? Auch. Ich brauche jetzt gar nicht überlegen, will ich meine guten Federn verschwenden für normale Pfeile, wodurch Eisenpfeile bald sein könnten, aber wir können nicht bald Eisenpfeile machen. Deswegen steht das überhaupt nicht zur Debatte. Jetzt habe ich viel zu viele. Ist ja aber egal. Das ist egal. Hier war doch gerade noch, habe ich doch gerade. Hier. Duse da. Wir sind jung und brauchen den Stein, na? Brennt's im Schritt? Und überall sonst? Hopsi. Ruft die Frau ihren Mann an, ne, im Büro. Sagt, du Schatz, du, pass mal auf, ich bin mit dem Auto gefahren und, da ist jetzt leider Wasser im Vergaser. Sagt der Mann zu ihr, sag mal, du hast doch überhaupt keine Ahnung von Autos. Wo willst du denn wissen, dass da Wasser im Vergaser ist? Wo steht das Auto? Ich guck mir das an. Im Pool. Ja, versteht ihr? Weil im Pool, da muss Wasser im Vergaser sein, weil da überall Wasser ist. Ja. So, wenn man Witze erklärt, sind sie doppelt lustig. Wusstet ihr das? Ich auch nicht. Habe ich mal ein bisschen ausgedacht gerade. So, was ist... Kommen wir jetzt hier irgendwie rein anständig? Nein, wa? Müssten wir klettern. Hupsi, hallo. Na? Wow, das war gut. Lalalala, nichts zu essen, wie immer. So, macht ihr... Das dauert mir zu lange, ehe die das kaputt haben, wa? Dann müssen wir jetzt hier... Müssen wir... Jetzt kommen die ja hier. Könnt ihr nicht da warten? Ich wollte hier in Ruhe rüberklettern. Jetzt ist ein bisschen zu warm. Wollen wir kurz in den Schnee gehen? Wir wollen kurz in den Schnee gehen. Guck mal, hier ist noch eine Kirche. Was für eine Special... Ach so, aber im Schnee gibt es Schneezombies. Aber die können Werkzeuge dabei haben. Hallo, Herr Schneezombie. Na du, Schneezombie?
Hihihi. Und wir haben ja nur einen 4er Schwierigkeitsgrad. Das geht doch. Oh. Okay. Und wir haben genug Pfeile. Wir können ihm einfach einschenken hier. Zack. Na ho, wäre prima, dass wir unsere Kartoffeln anpflanzen können. War noch nie so wichtig wie jetzt, dass wir zügig eine Kartoffel angepflanzt bekommen. Hat ihn. Na du Wicht. Ah, jawoll, jawoll. Ah, uiuiui, die halten aber ordentlich aus, ey. Eieiei. Eieiei. Da geht er down. Und, oh, hat eine Jacke dabei. Zwei Jacken sogar. Dem war sehr kalt, das war eine Frostbeule. Weil das natürlich mittelschlau ist, als Frostbeule hier im Schnee als Holzfäller zu arbeiten, ne? Sehe ich den nicht, verdammt. Das Ding daneben. Jawohl. Jetzt. Warte mal, den kann ich doch hier so auch bestimmt hauen jetzt. Haha. Haha. So. Einer tot. Ich glaube, so ein Friedhof ist nicht die schlechteste Sache zum Übernachten. Hat direkt hier... Hm. So. Kriege ich wieder Schritte. Upsi. Warte. So. So. Gib das wieder her. So. Na gut, der muss dann da stehen bleiben. So, und jetzt fühle ich mich verhältnismäßig sicher. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil hier drin ist ja... müssen die auch erstmal... Oh, lecker. Gut, die sind natürlich grau, ist ein bisschen schade, aber die müssten ja jetzt hier erstmal auch durch die Eisengitter durch. Wenn sie denn dann... Die machen 500. Bin mal gespannt. Ein Steinchen. Zwei Steinchen. Drei Steinchen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Vier Steinchen. Fünf Steinchen. Also, jetzt so nachträglich betrachtet, ne? Und es ist auch schön eben. Wenn die beiden Friedhöfe nicht einer im Verbrannten und einer im Schnee wären, hätte ich gesagt, das nehmen wir als erstes zu Hause. Das ist doch schon mal eine super Mauer. Baut man hier in der Mitte ein schönes Häuschen oder benutzt einfach die Kirche und wohnt dann hier. Aber das gefällt mir wettermäßig halt nicht. Wo ist unsere Fackel? Da. Guten Tag. Ich würde gerne mit Ihnen über Jesus sprechen. Hallo? Ein 10mm Bullet. Großartig. Aha. Und ein Sarg. Leer. Oh, Wall Safe. Aha. So, so. Ein Wall Safe. So, aber ich würde sagen, solange wie jetzt noch nicht nachts ist, können wir hier nochmal. Können wir hier nochmal buddeln. Upsi. Wrench-Schematic. Nice. Do it. Gib Tool-Smithing. Das ist doch prima. Ist doch gut. Lalala, lalala. Nägel. Wobei, andererseits, natürlich jetzt so vom forge-losen Standpunkt aus betrachtet, können wir natürlich Nägel nicht selber machen. Und wenn wir... Ach, wir machen einfach erstmal normale Kisten und das mit den Nägeln gucken wir uns später nochmal an. Das war Schnee. Ah, das ist die falsche Seite. Auf dieser Seite liegen die Toten begraben. Ja, ja, ja. Gut, dass nicht Mitternacht ist. Sonst hätte ich Angst hier beim
Hopsi. Das habe ich aus Versehen auf Kuh geguckt. Diesmal wirklich aus Versehen. Könnt ihr auch daran sehen, dass ich wieder aufgesammelt habe. Bisschen enttäuschend sind sie, die Särge, wa? Huch, was ist denn hier los? Jetzt hier doch auf der Seite? Hä? Hier liegt gar keiner begraben. Ah, da hinten? Da hinten, voll weit weg. Oh, eine Eisenpfeilspitze. Das finde ich natürlich gut. Gleich 21 Uhr. Merkt man natürlich alles nicht so im Schnee hier, aber ist auch nicht so schlimm. Coffin. Schwubbeldiwubbel. Die liegen ganz schön weit weg hier, die Coffins. Und sind ganz schön leer. Was soll denn das? Wozu mache ich denn hier Grabräuber, man? Wenn alles leer ist. Oh, siehst du, 5 Papier. Ist schon verwest, der Mann da drin. Nur noch Papier übrig. So haben die Ägypter auch Papyrus gemacht. Haben einfach Leute begraben und dann gewartet, bis sie zu Papier geworden sind. Das ist der Kreislauf des Lebens. Wir werden zu Papier und dann... Hopsi. Kommst du näher? Dich habe ich ja vorher überhaupt nicht gehört. Kann hier aber jetzt keine Stressmacher gebrauchen über Nacht. Muss ich dir so sagen. Die war ja One-Hit jetzt. Geil. Dann gehen wir jetzt lieber rein. Ehe wir hier noch nachts Besuch bekommen. So, rein in die gute Stube. Mach hier zu. So, und ich glaube, wir machen auch schnell... Machen wir hier zu, dass wir nicht gesehen werden. Von draußen. Hopsi. Warum mache ich das alles mit der Stone Axe? Wir haben noch eine Wrench. Schwupp. Wunderbar. Schön. Auf der Seite auch noch. Vorsicht ist immer noch die Mutter der Porzellankiste. Nur falls ihr es vergessen habt. Wird natürlich ein bisschen dunkler hier drin dadurch, aber... wir haben eine Fackel. Zack. Nicht lang fackeln, Kopf in Nackeln. So, hier schön in der Mitte. So. Zeig doch mal das hierher. Nicht so richtig viel Holz, ne? Na gut. Gut, dann legen wir jetzt... nicht so viel. Legen wir hier jetzt Sachen rein. Ne, das brauchen wir. Und werden wieder schön über Nacht Sachen craften. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Sowohl in-game als auch im echten Leben. Denn der Tag ist vorbei, die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüssli Müsli.